Aus China kam einst um 1300 das Porzellan nach Europa. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Chinesen schon fast 600 Jahre Erfahrung bei der Herstellung von Porzellan. Aus China inspiriert, stellten die Europäer im 18. Jahrhundert selbst Porzellan her, zum Beispiel Meißner Porzellan. Das war nicht nur in Europa schnell beliebt, sondern wurde ein weltweiter Exportschlager, der wiederum Märkte, Trends und soziale Gewohnheiten in China beeinflusst. Die kurze Geschichte des Porzellans zeigt kulturelle Austauschprozesse zwischen Europa und Asien, wie sie bereits seit Jahrhunderten stattfinden. Im Exzellenzcluster Asien und Europa im globalen Kontext an der Universität Heidelberg sind diese transkulturellen Austauschprozesse der Kern, um den sich alles bei der interdisziplinären Forschung dreht. Transkulturalität bedeutet, dass in jeder kulturellen Erscheinung, die Sie vor sich haben, ob das ein Roman ist oder irgendein technisches Produkt, ein Computer, ob das eine Haarfrisur ist oder eine Institution wie ein Innenministerium, haben Sie immer massiv transkulturelle Elemente da drin. Das heißt, das sind alles Dinge, die sind geschaffen worden in einer komplizierten Interaktion mit anderen Kulturen, anderen Gesellschaften, anderen Sprachen. Und nur durch diese Interaktion leben die auch und entwickeln sich. Die Professorin Monika Juneja ist die erste und bisher einzige Professorin für globale Kunstgeschichte in Deutschland. Die Professur konnte durch den Exzellenzcluster an der Universität Heidelberg eingerichtet werden. Für Monika Juneja ist Transkulturalität von zentraler Bedeutung. Sie forscht über Bilder, Objekte und Ideen, die Menschen seit jeher über ihre kontinentalen Grenzen hinwegtragen. Dieses Wandern führt zu immer neuen Beziehungen, wie bei diesem 500 Jahre alten Bild aus Nordindien. Es zeigt den griechischen Philosophen Platon, der zu den Tieren singt. Dieser Stoff, dieser literarische und historische Stoff aus der Antike ist über die Jahrhunderte, über den Mittelmeerraum nach Asien gewandert, wurde immer neu rezipiert, neu gedeutet. Den Stoff hat ein persischer Dichter im 13. Jahrhundert als Teil einer Erzählung bearbeitet. Und zwei Jahrhunderte später hat der indische Maler praktisch diese literarische Erzählung ins Bild übersetzt. Das Bild von Platon, der zu den Tieren singt, ist nur ein Beispiel für kulturelle Verflechtung. Noch mehr Beispiele finden sich in den vernetzten Datenbanken des Clusters als Bilder, Texte, Audiodateien, Filme oder Synonymgruppen. Zum Beispiel, wir waren ja gerade bei Plato, können wir ja mal in unserer chinesischen Datenbank nach der Idee suchen. Und da werden wir dann fündig. Einmal hier die Texte, die hinter diesen Begriffen stehen, die einzelnen Schriftzeichen. Und wir haben das jetzt altes Chinesisch und neues Chinesisch kombiniert, sodass man hier auch dann die modernen chinesischen Begriffe findet. Was mich daran besonders interessiert, sind die Verbreitungswege von Wissen weltweit. Also ich kann nachverfolgen, wie ein platonischer Begriff aus dem Griechischen vielleicht ins Deutsche, über das Französische oder Russische ins Japanische übersetzt worden ist und wie er dann in China angekommen ist. Das Material reicht bis in die Neuzeit. Im Augenblick werden chinesische Comics aus der Mao-Zeit eingescannt und gespeichert. Die Datenbanken sollen als Heidelberg Research Architecture zu einem wichtigen Arbeitsmittel für alle Clusterforscher werden. Gerade Nachwuchswissenschaftler wie die Chinesin Haifen Nan profitieren von diesen Ressourcen. Die Doktorandin untersucht die Bedeutung des Internets für Chinesen in Deutschland. Sie ist Stipendiatin des Graduiertenprogramms, das feste Kursmodule mit freier Forschung verknüpft. In jedem Jahrgang werden etwa zur Hälfte Nachwuchsforscher aus Asien und westlichen Ländern gefördert. Hier jeden Tag trifft man verschiedene Leute aus unterschiedlichen kulturelle und disziplinären Hintergründe. Und das ist für mich sehr wertvoll, also für meine Forschung. Die Blogs und Internetseiten, die Haifen Nan untersucht, sind ein typisches Beispiel für den globalen Austausch zwischen Kulturen heute. Dieser umfassende Ansatz des Clusters, vom Altertum bis hin zur Moderne, zieht inzwischen Wissenschaftler aus der ganzen Welt nach Heidelberg. Well, the cluster really gets you thinking outside your usual expertise. For me, it's made me go and look at a lot of published travel accounts and exchanges where the Europeans visited Asia that I only just barely knew before. And it's really changed the kinds of things I do work on. So hat der Cluster Silvers Arbeit über das Indienbild in Europa im 16. Jahrhundert inspiriert. Einige Ergebnisse präsentiert er nun im Rahmen der Ringvorlesung Die Macht der Dinge.
Dinge wie die Teetasse, das Plato-Bild oder auch das Internet. Sie alle stehen für vielfältige kulturelle Austauschprozesse, die es für die Bewältigung neuer Herausforderungen in Zeiten der Globalisierung besser zu verstehen gilt.